Ja, liebe Zuschauer, was soll man dazu sagen? Wie soll man hier überhaupt noch hinterherkommen, wenn die Nachrichten sich hier stündlich verändern? Und zwar in so dramatischer Art und Weise, dass man jetzt eigentlich alles wieder aufgehoben hat. Das ist die gute Nachricht für alle Reisenden, die jetzt auf dem Weg nach Thailand sind oder sich in der nächsten Zeit hier auf den Weg machen würden. Wenige Stunden, nachdem jetzt die Regeln nochmal angepasst wurden, detaillierte Informationen veröffentlicht wurden und so weiter, hat jetzt der Gesundheitsminister auf einer Pressekonferenz am Flughafen in Bangkok bekannt gegeben, dass sämtliche Maßnahmen, die noch vor 2 bis 3 Tagen getroffen wurden, eingeführt wurden, verändert wurden, jetzt mit Stand sofort aufgehoben werden. Es gibt noch keine ganz offizielle Bestätigung von der Zivilluftbehörde von Thailand, aber alle großen Medien hier in Thailand berichten das. Die Pressekonferenz wurde auch entsprechend im Fernsehen übertragen. Ich gehe davon aus, dass sich der Gesundheitsminister da nicht in irgendeiner Art und Weise falsch ausgedrückt hat. Also, liebe Zuschauer, 2, 3 Tage richtig Stress. Für viele Urlauber bestimmt auch mit Kosten verbunden, weil sie ihre Flüge und so weiter storniert haben. Was soll man dazu sagen? Mir fehlen im Moment noch die Worte. Ich will euch das nur ganz schnell hier rüberbringen, ohne großartig jetzt drüber nachzudenken. Wieso, weshalb, warum? Vielleicht hat man eingesehen, dass es da ein Fehler gewesen ist. Man wird eine Erklärung sicherlich im Nachgang finden. Wichtig für euch, wenn ihr nach Thailand reisen wollt, wenn ihr auf dem Weg nach Thailand seid, alles wie bisher gehabt. Keine Kontrollen, keine vorgeschriebenen Maßnahmen, keine Auflagen und so weiter. Reisepass mitbringen, gute Laune mitbringen und dann geht's hier los. Das schöne Wetter genießen, die schöne Zeit im Urlaub genießen und wenn der eine oder andere noch ein bisschen Zeit hat, kann er gerne auf unserem Kanal ein bisschen rumschauen. Wir liefern immer wieder noch Tipps zu Dingen, die man hier in Thailand vor Ort machen kann, wenn man dann hier ist. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Video zu hoffentlich nur noch erfreulichen Themen.